Hallo Champions of Ash, heute geht es in meinem Video um Dark Souls 3 und zwar habe ich da ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in vielen Tipps und Tricks Videos ein paar Sachen gar nicht vorkommen, beziehungsweise dass ich lange gesucht habe, um für bestimmte Sachen Lösungen zu finden und deswegen habe ich die jetzt mal zusammengestellt. Vielleicht helfen sie ja dem einen oder anderen weiter. Kommen wir also am Anfang mal zur Auswahl der Klassen. Hier kann man eigentlich kaum was falsch machen. Die Klassen sind ganz gut ausgewogen, haben entsprechende Fähigkeitspunkte schon dabei, bis auf den Bettler natürlich, und auch einiges an Waffen, die zum Anfang des Spiels völlig ausreichen. Wenn ihr allerdings den Pyromant, Kleriker oder Zauberer auswählt, dann müsst ihr da bedenken, dass ihr erst einmal ein paar NPCs finden müsst, die euch entsprechende zusätzlich Zaubereien oder Pyromantien verkaufen bzw. lehren. Und diese brauchen dann auch noch irgendwelche Folianten oder Schriftrollen, damit sie euch zusätzliche Dinge verkaufen können. Ihr seht schon, es ist ziemlich aufwendig, diese Klassen mit zusätzlichen Zaubern, Pyromantien oder Wundern auszustatten, weswegen ich euch am Anfang bzw. für den ersten Spieldurchgang die Klasse Ritter oder Krieger empfehlen würde, denn neue Waffen findet man eigentlich bei vielen gefallenen Gegnern oder auch einfach nur am Wegesrand. Am Anfang will man seinen Charakter ja möglichst bald hochleveln, um zum Beispiel bessere Waffen tragen zu können oder auch bestimmte Fertigkeiten auszubauen. Da lohnt es sich dann, einfach immer mal wieder ein paar Farming-Runden einzulegen und ein paar Seelen zusammenzukratzen. Ich habe aber festgestellt, dass es unterschiedliche gute Farmgebiete gibt, je nachdem, welche Klasse man spielt. Und zwei für den Pyromanten stelle ich euch gerade mal vor. Das erste Gebiet eignet sich ganz gut für den Anfang, wo man noch nicht ganz so viele Seelen für ein Level-Up braucht. Und da reist ihr zur abbruchreifen Brücke in der Untotensiedlung. Hier lauft ihr einfach über die Brücke zum Abwasserkanal und dann seht ihr unten schon drei Ratten, zwei kleine und eine große. Die lassen sich mit ein oder zwei Feuerbällen ganz einfach ausschalten, während ihr oben in sicherer Entfernung steht. Wenn ihr dann noch den silbernen Schlangenring schon habt und den angelegt habt, bekommt ihr pro Runde hier etwa 500 Seelen. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, das geht relativ schnell, dann habt ihr auch schon wieder ein Level-Up zusammengespart. Das zweite gute Farminggebiet für einen Pyromanten ist in der Kathedrale des Abgrundes, und zwar die Kapelle der Läuterung. Hier empfiehlt es sich auch noch eine Fackel einzupacken. Warum das so ist, das zeige ich euch gleich noch. Als erstes rennt ihr hier mal raus aus der Kapelle und erledigt den Gegner auf der linken Seite. Ich mache das hier mit dem Schwert, weil die sind nicht besonders widerstandsfähig und da geht es relativ einfach. Dann die vier hier oben schieße ich jetzt erstmal mit einer Feuerkugel. In dem Fall habe ich alle vier erwischt. Das passiert selten, aber meistens bleibt einer übrig, der sollte aber kein Problem sein. Jetzt springen wir hier an der Seite runter. Und da sieht man schon diese ekelhaften Viecher mit den Maden. Aber die haben eigentlich nur zwei verschiedene Angriffsmuster und wenn man die mal gelernt hat, ist es relativ einfach, denen auszuweichen. Auch hier braucht man, je nach Level, den man schon hat, ein oder zwei Feuerkugeln. Da stelle ich mich jetzt hier etwas blöd an. Den habe ich jetzt nicht so richtig erwischt. Und ich bin voller Maden. Und ihr seht, ich nehme einfach die Fackel in der Hand, da fallen die Maden von mir ab und der Blutungseffekt hört auf. Also sollte man hier in diesen Graben runtergehen, empfiehlt sich wirklich noch eine Fackel dabei zu haben, um diese Maden wieder loszuwerden. Jeder dieser Gegner ist etwa 800 Seelen wert. Manchmal lassen die auch noch was fallen. Kleine Seelen, die man dann auch wieder einlösen kann. Und wenn ich die drei hier unten erlegt habe, geht es wieder hoch. Und hier vorne durch den schmalen Gang rein. Und hier erledige ich dann den letzten Gegner. Dann laufe ich wieder zurück zum Bonfire. Das ist ganz einfach. Hier diesen Weg hoch und dann links ist ein Fenster, durch das ich wieder runterspringen kann.
und ich habe dann innerhalb von ein paar Minuten mehrere tausend Seelen bekommen. Wer wie ich am Anfang auch Probleme mit Pfeil und Bogen oder mit der Armbrust hatte, sollte sich den nächsten Tipp mal anschauen. Generell, wenn man einen Bogen ausrüstet, sollte man den beidhändig nehmen, denn nur so hat man die Möglichkeit, richtig zu zielen. Zum Zielen drücke ich die linke Schultertaste, ich spiele ja auf der PS4, das ist eben die L1, und dann kann ich mein Ziel genau anvisieren. Den Schuss löse ich dann mit R1 oder R2 aus, je nachdem, welche Art von Pfeilen ich abschießen möchte. Ihr seht, unten in der linken Ecke habe ich zwei verschiedene Pfeile ausgerüstet. Bei R1 wird dabei dann die obere Pfeilart genommen und bei R2 eben die untere. Hier sieht man das sehr schön. Ich habe am Anfang mit einem normalen Bolzen geschossen und jetzt beim zweiten Mal mit einem Brandbolzen. Wer kennt es nicht? Da hat man ziemlich viele Gegenstände dabei und ist dann in einem Kampf verwickelt, hat vielleicht das Falsche ausgewählt und bis man sich dann zu seinen Estus-Flakons durchgeklickt hat, hat einen der Gegner schon erledigt. Die eine Möglichkeit ist natürlich, erst gar nicht so viel mitzuschleppen, aber hier ein kleiner Tipp, wie man schnell zu den Estus-Flakons schalten kann. Wenn ich nämlich lang das Steuerkreuz nach unten drücke, dann springt die Gegenstandauswahl immer auf den ersten Slot. Wenn ihr also eure Estus-Flakons auf dem ersten Slot habt, dann springt ihr automatisch dorthin und ihr habt so ein bisschen Zeit gespart und könnt vielleicht eure Gesundheit auffüllen, bevor euch der Gegner erwischt. Sicher habt ihr euch auch schon mal gefragt, was diese kleinen Controller-Symbole unter den verschiedenen Gesten bedeuten und habt dann wie wild mit euren Controllern gewedelt und nichts ist passiert. Ging mir am Anfang genauso, bis ich dann festgestellt habe, man muss auf der PS4 die X-Taste lange dazu drücken, dann diese Bewegung ausführen und schon macht meine Spielfigur die entsprechende Geste. Manche Controller-Bewegungen funktionieren dabei besser als andere und vielleicht könnt ihr das ja selber mal ausprobieren und dann bei den Bewegungen, die am besten klappen, eure Lieblingsgesten dahinlegen. Dann müsst ihr nämlich nicht mehr lange im Gestenmenü suchen, sondern könnt die Gesten gleich so ausführen. Wenn ihr, wie ich, eher von Invasoren genervt seid, als dass ihr da Spaß an PvP habt, dann habe ich folgenden Tipp. Geht doch mal hier aus diesen drei Bögen raus beim Feuerbandschrein und schaut, ob der Riesenbaum einen Samen fallen gelassen hat. Diese Samen, wenn sie verwendet werden, bewirken nämlich, dass die Gegner oder NPCs in einer Spielumgebung jetzt nicht nur euch angreifen, sondern auch den Finstergeist, der euch da auf die Nerven geht. Das heißt, er muss sich dann nicht nur mit euch rumschlagen, sondern mit allen NPCs und Gegnern, die hier durch die Gegend laufen. Sehr praktisch, wie ich finde. Und dann noch ein kleiner Tipp, wenn der Frust mal wieder zu stark ist, ihr müsst nicht immer alles alleine machen. Ich hole mir oft Helfer dazu, wenn es wieder um einen schwierigen Bosskampf geht. Dazu ist es wichtig, dass man vorher eine Glut einwirft, um auch Rufsymbole von NPCs oder auch anderen Mitspielern zu sehen. Hier seht ihr zum Beispiel ein helles Rufzeichen, das berühre ich jetzt mal. Das ist jetzt ein anderer Spieler. Wir warten jetzt, bis der erscheint. Wer mag, kann sich natürlich auch bei anderen Spielern als Phantom anbieten. Das gibt immer ein paar tausend Seelen, wenn man dann den Boss besiegt hat. So, kleine Begrüßung und dann geht's zusammen in den Bossraum. Man kann auch mehrere Rufsymbole berühren, wenn mehrere Spieler bereit sind, einem da zu helfen. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man hier schon frustig aufgeben will und den Controller in die Ecke werfen will, probiert's doch einfach mal aus, denn zu zweit sind die Bosse zwar etwas stärker, aber es kann immer einer den Boss ablenken. Und man hat dann wieder Zeit, sich zu erholen und den nächsten Schlag vorzubereiten.
Und jetzt noch ein Tipp zu diesen lästigen Mimics. Es weiß ja hoffentlich jeder, wie man die Kisten erkennt, in denen sich die Mimics befinden. Das sind die mit der Kette an der Seite, die zu einem selber hinweist. Hier ein kleiner Tipp, wie man die ein bisschen ruhig stellen kann, und zwar mit einem untoten Jägeramulett. Das benutzt man einfach und wirft das auf die Kiste. Dadurch schläft die Kiste oder wird ein bisschen betäubt. Ich habe hier leider eine schlechte Waffe dabei, weil ich als Pyromancer unterwegs bin. Deswegen wacht die zu früh auf und versucht dann doch noch mich zu schnappen. Wer aber eine stärkere Waffe hat, der schafft das durchaus in dieser kurzen Zeitspanne, die schon zu erledigen. Ich muss halt hier ein bisschen draufhalten noch. Aber dieses Jägeramulett, das verschafft mir eben einen kleinen Vorsprung. Und so ist es doch einfacher, diese Kisten zu besiegen. So, das waren sie jetzt, meine Tipps. Ich hoffe, es war irgendwas Nützliches für euch dabei. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen von Dark Souls 3 und lasst die Flammen euch leiten.